In dieser Übung zeige ich Ihnen, wie Sie die Stabübungsspirale verbinden mit einer im Raum gelaufenen Spiralform und worauf Sie dabei achten sollten. Wenn man jetzt überlegt, welche Form passt zur Bewegung einer Spirale mit dem Stab, drängt sich die Spirale ja förmlich auf. Und eine Spirale bewegt sich halt jetzt nicht auf einer Geraden von da, wo ich stehe, zu irgendeinem Mittelpunkt einer Spiralbewegung, sondern da liegt eigentlich drumherum eine Kreisbewegung. Und darum schlage ich vor, probieren Sie erstmal einen Kreis zu laufen und machen Sie es aber nicht vom Kopf, sondern benutzen Sie die Kräfte Ihres Energiekörpers, des unteren Menschen. Das können Sie so machen, dass Sie mit der Hand hier wie reinspüren und etwas Spannung in die Hand geben. Dann können Sie die Körperenergie einladen, hier ein bisschen zur Seite zu gehen, den Körper rüberzuziehen, ihn nach vorne schieben und dann zurück in die Mitte schieben. Und dann wechseln Sie die Hand, ziehen den Körper ein bisschen nach links, schieben ihn ein bisschen zurück und schieben ihn wieder in die Mitte. Und Sie können das ausprobieren, auch mal ohne, und werden merken, das fühlt sich vollkommen anders an. Aber wenn Sie das mit der Energie machen, nach links, dass Sie den Körper wie führen und dann hier hinschieben, bewegen sich die Beine wie von alleine. Die sind eingebettet in die Kraft, mit der Sie hier führen. Und wenn Sie jetzt so einen Kreis laufen und wollen aber eine Spirale machen, dann verlassen Sie irgendwann diesen Kreis, denken an diesen Mittelpunkt und spiralisieren sich langsam nach innen. Für Bewusstsein läuft der Kreis außen aber weiter. Es ist wie, Sie fliegen zum Mond, Ihr Mutterraumschiff umkreist den Mond, Sie steigen ab und landen auf dem Planeten, und wenn Sie wieder starten, starten Sie wieder und müssen nachher wieder die Geschwindigkeit aufnehmen, um dann wieder mit der gleichen Geschwindigkeit genau bei Ihrem Mutterraumschiff anzukommen und weiter zu kreisen, bevor Sie den Orbit dann ganz verlassen. Sie beginnen den Kreis zu laufen, Sie spüren, der Kreis läuft weiter, und verlassen ihn und kreisen langsam zum Zentrum. Aber ich spüre den Kreis noch draußen. Das ist das Wichtige, dass es noch eine Spirale ist. Und dann zurück. Sie gehen auf Ihre Spirale wieder zurück. Und Sie machen das mit den Kräften von hier unten. Und irgendwann merken Sie, da ist mein Ursprungskreis. Und Sie werden merken, wenn Sie einkoppeln, beschleunigt sogar noch zusätzlich Ihre Bewegung. Und wenn das geschieht, dann wissen Sie, Sie haben es nicht vom Kopf gemacht, sondern Sie waren in dem Prinzip selber drin. Wenn Sie das jetzt mit der Stabbewegung machen, dann wäre halt das Ziel, dass Sie, wenn der Stab oben ankommt, Sie auch in der Mitte ankommen. Und nicht schon vorher oder irgendwann nachher. Also diese Bewegung koordiniert mit der Spiralbewegung. Ich habe mich jetzt darauf konzentriert, aber auch noch, dass ich den umlaufenden Kreis noch spüre. Und dann der Rückweg. Und wenn Sie möchten, können Sie die Spirale reinlaufen in der einen Richtung und dann nicht auf dem gleichen Weg zurücklaufen, sondern Sie spiralen rein, aber der Kreis außen dreht jetzt nicht um, sondern bleibt weiter in der Richtung. Und um dann so einkoppeln zu können, müssen Sie das Ausspiralen quasi auch in der Richtung machen, wo Sie dann tangential hier wieder eingliedern können.
gleichmäßige Stabbewegung nach oben, nach unten. Koordiniert die Körperzonen, dass er wirklich hinten immer zwischen denen ist, den Stufen, wo er vorne war. Dann das Eng- und das Weitwerden in der Achse ankommen. Kombiniert mit der Spirale von der Zeit und gleichzeitig noch im Bewusstsein, Sie spüren Ihren ganzen unteren Menschen und den Kreis, der außen noch läuft. Und Sie sind so im Körper, dass Sie nicht Schritt für Schritt für Schritt machen, sondern der Strom selber, Ihr Bewusstsein, diesen Bereich ergreift und die Beine fast wie von alleine diese Form laufen.